Die siebte Folge der zweiten Staffel der Halo-Serie zeigt etwas, von dem ich nicht gedacht hätte, dass wir es so zu sehen bekommen. Den Master Chief in seiner Rüstung. Aber Spaß beiseite, sehen wir in dieser Folge tatsächlich etwas, was mich ganz schön überrascht hat. Was es damit auf sich hat und was ich davon halte, erfahrt ihr in diesem Video. Ich werde hier auf dem Kanal auch die ganze Staffel behandeln, also wenn euch das oder Halo im Allgemeinen oder Gaming und Popkultur interessiert, dann lasst doch gerne ein kostenloses Abo hier auf YouTube da. Vielen Dank! Direkt anschließend an den Cliffhanger der letzten Folge starten wir mit Chief und McKee, die sich wieder über die Verbindung der beiden Keystones auf dem Halo unterhalten. McKee tut so, als habe sie keine Schuld, dass die Allianz Reach zerstört habe und sagt, dass nur sie und der Chief Halo wirklich verstehen und dass den beiden der Ring gehöre und man dort ja eine friedliche Welt errichten könne. Bevor Chief darauf aber groß eingehen kann, werden die beiden zurück in ihre jeweiligen Realitäten gerissen. McKee muss sofort in der Meuterei der Eliten vor dem Priester fliehen. Abseits des restlichen Kampfes greift Cortana ein und lenkt den Priester ab. Dabei nennt sie ihn beim Namen Uto Mdama. Fündigen Halo-Fans fällt hier auf, dass das eine Anlehnung an die Figur Jul Mdama, den Anführer der Allianz Remnants aus Halo 4 Spartan Ops, den Halo Escalation Comics und Halo 5 ist. McKee schaltet den Priester allerdings aus und dank der Vision des Keystones weiß McKee nun auch den Standort des Halo-Ringes und zeigt ihn Cortana auf einer Sternenkarte. Chief selbst konnte auf Onyx unterdessen dank eines Energiepuls des Keystones vor einem Trupp Oni-Soldaten entkommen und ist in den Tiefen der Station auf der Suche nach seiner Rüstung. Eckerson und Perengoski stellen unterdessen fest, dass die Flotte der Allianz auf dem Weg zum Halo-Ring ist. Perengoski ist bereit, alle Spartan 3s zu opfern, um die Allianz daran zu hindern, den Halo-Ring zu erreichen. Chief wird unterdessen von einem Squad unter der Leitung von Captain Briggs gestoppt. Die Soldaten weigern sich allerdings, den Chief an Ort und Stelle zu exekutieren. Im Versuch, das selbst zu übernehmen, wird Briggs allerdings von Kai gestoppt. Auf die ist Chief aber immer noch nicht sonderlich gut zu sprechen, weil sie durch ihren blinden Gehorsam gegenüber Eckerson mit für den Verlust von Reach und Vanek verantwortlich sei. Mit Cortanas Hilfe finden die beiden dennoch sehr schnell Eckerson, der die beiden nicht ganz freiwillig zu Chiefs Rüstung führt und den beiden dabei von seiner neuesten Entdeckung berichtet. Der Spike, den die Spartan 3s wie in den Simulationen in den Systemen einer Allianzfregatte platzieren sollen, legt nicht bloß das Schiff lahm. Er sprengt den Antrieb und löst so eine Kettenreaktion aus, die alles im Radius von 1 Million Meilen verbrennen würde, also auch die Flotte des UNSC. Bei den Rüstungen angekommen finden wir dort neben Chiefs Rüstung tatsächlich auch Riss und Vaneks Rüstung vor, was Kai und Chief zum Anlass nehmen, Vanek noch einmal zu gedenken. Chief trägt dem eingeschüchterten Eckerson daraufhin auf, der Öffentlichkeit die Lügen von Oni und Perengoski zu offenbaren, auch wenn er dabei selbst unter die Räder kommen würde. Endlich wieder in Rüstung trifft Chief in den Baracken noch einmal kurz auf Perez, die sich auf ihren bevorstehenden Einsatz mit den Spartan 3s vorbereitet. Chief erklärt ihr allerdings, dass er eine eigene Mission habe und schnappt sich kurzerhand einen Condor, um alleine Richtung Halo aufzubrechen. Nicht aber ohne auf den offenen Funkkanälen noch einmal allen auf Onyx klarzumachen, dass er, als Master Chief 117, noch am Leben ist. In dieser Folge begleiten wir darüber hinaus aber noch Soren und Lara, die immer noch Kessler in der Spartan-Trainingsanlage suchen. Soren erzählt Lara dabei noch einmal von seinen eigenen Tagen im Spartan-Training und möchte Kessler dann zunächst nicht retten. Durch Lara ungestüm befreit Soren die Kinder aber dann doch, aber Lara und Kessler werden trotzdem von weiteren Oni-Soldaten weggezerrt, während Soren mit Kämpfen beschäftigt ist. Zu guter Letzt verfolgen wir noch Halsey, Miranda Keys und Quan in den alten Blutsväter-Ruinen unter der Oberfläche von Onyx. Neben einem kurzen Gespräch über den Verlust von Captain Jacob Keys auf Reach besprechen Miranda und Halsey noch, was Halsey bereits damals in den Ruinen gefunden hatte. DNA. DNA, anhand derer sie sich auf die Suche nach den Kindern gemacht habe, aus denen die Spartans wurden. Gerade weil sie zumindest Spuren der gleichen DNA-Sequenzen in sich trugen. Wir können wohl auch davon ausgehen, dass es an diesen DNA-Ähnlichkeiten liegt, dass zum Beispiel der Chief mit den Blutsväter-Artefakten wie dem Keystone interagieren kann. Quan schafft es allerdings, eine Tür zu öffnen und dahinter offenbart sich die erste richtige Blutsväter-Einrichtung der Serie im klassischen Silber-Metallic-Look, inklusive Tür, die direkt aus den Spielen stammt. Hinter dieser neuen Blutsväter-Tür verbirgt sich ein Labor mit Reagenzgläsern. Und tatsächlich die Leiche eines toten Blutvaters. Man kann wenig Konkretes, vor allem vom Gesicht sehen, aber die Anzahl der Finger stimmt schon mal. Doch bevor die Gruppe sich weiter umschauen kann, fangen die Reagenzgläser an zu zerbrechen und die Gruppe muss fliehen.
Beim Rennen über die Lichtbrücke fällt Halsey allerdings auf, dass sich unter ihnen eine ganze, wie sie sagt, Stadt der Blutsväter ausbreitet. Das ergibt insofern Sinn, als dass Onyx in der richtigen Halo-Lore Teil einer der größten Schildwelten der Blutsväter war. Schildwelten sind künstliche Planeten der Blutsväter, die sie unter anderem als quasi Bunker geplant hatten, auf denen sie die Zündung der Halo-Ringe überleben konnten. Onyx war aber auch bekannt für die sogenannten Onyx Sentinels oder Onyx Wächter, die genau wie die Wächter aus den Spielen große Abwehr-KIs der Schildwelt waren. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass in der Stadt der ein oder andere davon lauern könnte. Aber apropos lauern. Als die Gruppe entkommen ist, stellt Quant fest, dass sich auf der davorliegenden Sternkarte immer mehr rote Punkte ausbreiten. Halsey interpretiert das als die Geschichte der Ausbreitung der Blutsväter im Universum. Quan meint es dank ihrer Visionen rund um Monster und Co. aber besser zu wissen und läuft davon. Ich denke, dass es immer eindeutiger wird, dass wir es hier mit der Flood zu tun haben. Ob da mit den zerbrechenden Reagenzgläsern jetzt aber schon was freigesetzt wurde, wage ich mal zu bezweifeln. Wäre schon ziemlich früh. Zu guter Letzt stellt sich noch heraus, dass Miranda ein kleines Blutsvätergerät aus den Händen der Blutsväterleiche mitnehmen konnte. Sie schafft es im Labor sogar, es zu öffnen. Was sich darin verbirgt, erfahren wir aber in dieser Folge noch nicht. Die Folge endet nun mit dem Chief, der mit der UNSC-Flotte bei der Allianzflotte rund um den Halo-Ring eintrifft und wie der Chief sich im Condor auf den Weg Richtung Halo-Ring macht, während eine Version des klassischen Halo-Themes spielt. Aber wie fand ich diese Folge denn nun? Naja, so viel ist sicher. Besser als die letzten beiden Folgen. Das liegt aber primär an zwei Dingen. Zum einen finde ich die Blutsväter-Lore einfach super spannend. Und genau das ist für mich ein so wichtiger Teil von Halo. Und rein optisch und vom Gefühl her hat die Serie das, zumindest nachdem sie vor der Lichtbrücke standen, ganz cool umgesetzt. Vor allem natürlich die Einstellung, bei der Halsey auf die ganze Stadt hinabschaut. Dennoch sehe ich es durchaus kritisch, dass hier einfach so ein toter Blutsvater gezeigt wird. Rein logisch könnte es Sinn ergeben, wenn man bedenkt, dass man sich auf Onyx, also einer Schildwelt, geschützt vor dem Feuer der Halo-Ringe befindet, aber dennoch ist es schon ein sehr starkes Abweichen von der Vorlage. Hier gab es mit dem Didaktiker in Halo 4 zwar auch einen Blutsvater zu sehen, aber abgesehen davon waren die Blutsväter-Einrichtungen immer leer und ohne ihre Schöpfer. Sie hier einfach so direkt zu sehen, zahlt dann nicht gerade auf das große Mysterium ein. Nichtsdestotrotz fand ich die Sequenz an sich ganz okay. Auch wenn es natürlich etwas komisch ist, dass die Gruppe innerhalb von 2 Sekunden direkt wieder fliehen muss und sich somit nicht richtig umschauen kann. Die zweite Sache, die ich eigentlich ganz gut fand, ist aber zugleich eine Sache, die mir etwas Negatives vor Augen geführt hat. Wenn Chief über Funk sagt, "This is Master Chief, John 117, hatte ich tatsächlich leicht Gänsehaut. Genau das ist einfach episch, aber diese Gänsehaut bleibt einen ein wenig in Halse stecken, weil es zum einen vor Augen führt, wie viel Potenzial die Serie allgemein verschenkt, weil es solche Momente viel öfter geben könnte und die einen bei einer besseren Serie auch viel stärker treffen würden. Und weil zum anderen dieser Moment nur ein Abziehbild ist, wegen dem man Gänsehaut bekommt. Das funktioniert nur, weil es die Halo 2 Nostalgiegefühle triggert. This is Spartan 117. Und nicht, weil es an sich der beste Moment aller Zeiten ist. Und das ist dann doch wieder ein wenig traurig. Ansonsten habe ich gar nicht so viel Großes zu dieser Folge zu sagen. Chief hat endlich seine Rüstung wieder. Und juhu, im Finale bekommen wir mal wieder etwas Chief-Action in Rüstung. Zum ersten Mal seit Folge 1 in dieser Staffel. Der ganze Perengoski hat Eckerson auch verraten Plot, bleibt für mich aber weiterhin sehr lahm und so möchte gern Game of Thrones Intrigen. Zumal ich es etwas übertrieben finde, dass das Sprengen des Antriebs einer einzigen Fregatte angeblich eine so krasse Explosion auslösen soll, dass quasi gleich ein Halo gezündet werden könnte. Etwas übertrieben. Die Sorin Storyline ist auch weiterhin ein totaler Rohrkrepierer. Klar, als er vom Spartan Training erzählt, fand ich das eigentlich auch wieder ganz cool, aber dann ist das alles irgendwie total sprunghaft. Erst ist plötzlich, ohne dass es gezeigt oder konkret gesagt wurde, klar, dass Kessler da gefühlt seit Wochen schon als Spartan trainiert und man denkt dann, da fehlen irgendwie Dialoge. Dann ist es ja sowieso schon total komisch, dass es zum einen die erwachsenen Spartan 3s als Rekruten gibt, dann aber gleichzeitig Kinder wie Kessler entführt werden, um auch Spartans zu werden, ergibt irgendwie auch nur wenig Sinn und dann will Soren Kessler erst da lassen und geht dann doch direkt los, um ihn zu retten. Alles etwas chaotisch.
Ja, aber zum Abschluss ist mir dann noch etwas Lustiges aufgefallen, oder ich hatte eine witzige Verbindung. In der Szene, in der sich Kyle mit den Spartan 3s auf die Mission vorbereitet und allen nochmal mehrfach auf die Rüstung klopft, konnte ich nicht anders als zu lachen, weil ich an den neuen Deadpool und Wolverine Trailer denken musste, als ihm beim Anlegen des Kostüms dann nochmal auf den Hintern geklatscht wird. Aber gut, abseits davon sehe ich schon von der Action her Potenzial für ein nettes Finale, da wir sowohl Space Battles mit den Spartan 3s als auch Halo Ring Action mit dem Chief in Rüstung sehen könnten. Aber mal schauen, was die Serie daraus macht. Was denkt ihr? Wie fandet ihr die Folge? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und vergesst nicht, das Video zu bewerten und ein kostenloses Abo dazulassen, um in Zukunft keine Videos mehr zu verpassen. Ich habe übrigens auch einen Twitch-Kanal, Zillow-TV, Link dazu unterm Video. Vielen Dank. Das war's aber erstmal von mir. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Zillow.